Sofian, du hast heute das erste Mal komplett durchgespielt. Du hast 2 Tore gemacht bei einem 8:0 Endstand. Wie hast du deine Rückkehr auf den Platz heute selbst erlebt? Also ich muss ehrlich sagen, es hat mir Spaß gemacht heute. War zwar auf dem Kunstrasen, aber wir haben es konzentriert gespielt. Das ist nicht immer einfach gegen, ich glaube, ein Siebtligist. Die haben auch Gas gegeben, vor allen Dingen die ersten Minuten. Und ja, wir haben dann relativ früh die Abwehr geknackt und dann hat es Spaß gemacht. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auch alle gesund geblieben sind. Welches Fazit ziehst du aus deinen ersten Wochen bei uns, bei Viktoria? Und wie würdest du deine eigene Entwicklung beschreiben in den letzten Wochen? Ja, also ich muss sagen, für mich persönlich ist es, glaube ich, in erster Linie jetzt erstmal wichtig, fit zu werden. Da bin ich gut dabei. Habe jetzt gegen RB Leipzig eine Halbzeit gespielt, heute nochmal 90 Minuten und hoffe bald, dass ich auch dann auf einem anderen Level bin. Und mir macht super Spaß mit der Mannschaft. Wirklich, wir arbeiten gut, wir arbeiten konzentriert und ich bin guter Dinge für die nächsten Spiele. Danke dir. David, 8:0 in der ersten Pokalrunde, eigentlich eine eindeutige Sache, könnte man meinen. Gab es trotzdem Situationen, in denen ihr nicht ganz so einverstanden wart oder mit denen ihr nicht ganz so zufrieden wart? Und wenn ja, welche waren das? Ja, ich glaube, ganz allgemein waren wir heute sehr zufrieden. Es gab wenige Dinge, die es zu bemängeln gibt. Ja, vielleicht den einen oder anderen Abschluss hätte man konsequenter zu Ende spielen können, aber bei einem 8:0 und dem souveränen Auftritt, den wir heute hier hingelegt haben, bei einem wirklich guten, organisierten Gegner auf diesem wirklich schwierigen, engen Platz, glaube ich, sind wir insgesamt sehr zufrieden. David, am Sonntag geht es in unserem nächsten Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Was steht jetzt für die Mannschaft in den nächsten Tagen auf dem Plan? Wie sehen die nächsten Tage aus? Die nächsten Tage sehen so aus, dass wir uns auf den Gegner jetzt explizit vorbereiten werden. Morgen beginnen wir mit dem ersten Teil der Analyse, die wir auch der Mannschaft präsentieren. Und dann geht es auf den Platz und versuchen dann das, was wir uns in der Analyse erarbeitet haben, auf den Platz umzusetzen. Und genau, das wird jetzt am Donnerstag, Freitag und Samstag der Fall sein, um dann am Wochenende erfolgreich das Spiel abzuschließen. David, das Spiel am Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern wird für dich auch ein besonderes Wiedersehen, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, die Geschichte ist bekannt, dass ich vom 1. FCK hier rübergewechselt bin. Und von daher ist die Aussage absolut richtig. Freust du dich auf das Wiedersehen? Ja, es ist auf jeden Fall so, dass es schon ein besonderes Spiel auch für mich ist, auch wenn jetzt die eine oder andere verantwortliche Person in der Zwischenzeit ausgetauscht wurde. Aber das ist mein Verein, wo ich als Kind auch häufig im Stadion war und entsprechend ja, freue ich mich, glaube ich, ganz besonders auf das Spiel. Danke dir, David.